So, hier sind wir wieder. Einmal. Also nein, ich hab einfach, es ist jetzt vielleicht eine halbe Stunde vergangen und ich konnte die Pfoten nicht davon lassen. Es hat mich gerade so aufgeregt. Ich bin immer noch wütend und deswegen habe ich mir so gedacht, Game Mode Hardcore Season 2 und wir rocken das Ding jetzt sowas von durch. Create a new world. Also ich denke mal, ich werde jetzt hier wieder ein bisschen scouten gehen. Ich werde jetzt hier gleich wieder ein bisschen rumlaufen gehen und werde mal gucken. Ich werde halt direkt sofort, sobald es geht, eine Farm aufbauen und werde nach unten gehen in die Erde. Das heißt, wir werden auch gleich einen Zeitraffer sehen. Ich werde mich da wahrscheinlich eine Stunde oder so rein verkriechen dann nach unten. Werde dann halt da ganz viel looten. Und die Region sieht doch hübsch aus. Also finde ich jedenfalls. Hier in der Region würde ich gerne auch direkt bleiben wollen. Legen wir einfach los. Da wir nicht so viel Saturation haben, wie man da unten sieht, würde ich jetzt halt liebend gerne sofort auch loslegen mit Nahrungsversorgung. Das heißt, ich mache hier mal den Bereich platt. Ja, das ist halt alles so Standard-Stuff, den solltet ihr eigentlich schon, oder den kann man ja eigentlich schon gesehen haben. Es wird wahrscheinlich häufiger vorkommen, dass das passiert. Ich weiß gar nicht, die Welt ist mir jetzt nach 7 Stunden insgesamt Spielzeit abgeschmiert. Ist natürlich jetzt doof, aber dafür haben wir ja noch eine neue Welt und hier ist es gerade so ultra laut teilweise. So. Das war jetzt halt natürlich auch ungünstig, dass ich da wirklich dumm runtergesprungen bin. Naja, egal. Passiert nicht wieder, man lernt aus seinen Fehlern, man macht die Fehler auch nur einmal. Und hier ist ein Fluss. Also ich würde jetzt gerne noch ein kleines bisschen laufen wollen, aber nicht allzu weit. Just a little bit. Da vorne in die Region sieht nämlich viel genialer aus mit diesen hohen Mountaintops. Da würde ich gerne mal reingehen. Und ja, es hat sich nichts geändert, außer dass eine halbe Stunde in der Zwischenzeit vergangen ist. Dass mir die Hühnchen hinterherlaufen, hätte ich natürlich mir denken können. Also jetzt nicht mehr, aber dass sie es gelaufen sind. Da ist ein Eselchen. Hier ist ein Höhleneingang. Ja, das merken wir uns natürlich auch gleich alles. Oh ja, das ist ein Dschungel. Und der ist halt nicht weit weg vom Spawn. Das gefällt mir halt. Oh Gott, warum leckt denn das jetzt so auf einmal? Wow. Oh ja, Pumpkin. Gleich erstmal welche nehmen. Es regt mich halt aber auch auf, dass das Pferd, dass ich das Pferd nicht hätte mitnehmen können. Das war halt auch wirklich so ein bisschen dumm. Hä? Ja, Mai. Was ist das denn? Ich habe ja schon seit Ewigkeiten immer gesehen. So eine strange, ist jetzt halt echt komisch. Okay. Wow. Hier sind auch Schäfchens. Und hier ist ein fetter Birkenwald, den ich vernichten muss. Aber eigentlich wollte ich doch gar nicht so weit weg. Und ich will auch immer noch nicht so weit weg. Ich laufe mal wieder zurück dahin, wo wir herkamen. Da werde ich es tatsächlich dann so machen, dass ich auch direkt meine Farm versuche anzusetzen. Das heißt natürlich im Endeffekt, wir gehen auch gleich wieder runter und beziehungsweise ich werde da halt auch gleich ein bisschen rumcampen und warten. Damit ich auch vernünftig an Essen rankomme. Weil das Ziel ist ja halt auch, sich hier nicht direkt von Tieren zu ernähren. Das ist nämlich viel zu einfach. Aber hey, auch damit kommt man zurecht. Ich habe ja gleich mehr als genug Zeug gefarmt, dass ich da eine relativ große
Farm schon drumherum setzen kann. Da werden genug Sachen just in time fertig. So, hier ist ein Teich. So. Zack. Ich brauche eigentlich nur zwei Oaklocks erstmal für den Anfang. Hoffe ich doch jedenfalls. Ach nee, komm. Ja, bestimmt. Ja. Minecraft mal wieder hier schön am Laggen, so wie sich das gehört. So. Ja. Da ist der Ozean. Das heißt, eigentlich würde ich auch liebend gerne da in der Nähe bleiben. Also hier grundsätzlich in der Nähe würde ich halt schon gerne bleiben. Einfach aus dem Grund, damit ich halt hier den ganzen Kram haben kann. So wie Dschungel und so weiter. Das ist halt sehr entspannt tatsächlich. So, dann machen wir jetzt hier das erste Feld. Zack, zack. Da ist das. Hier machen wir das jetzt mal platt und ruppen hier auch gleich nochmal den Kram runter. So. Ja, mecker mich nicht zu. Du kriegst trotzdem nichts. So. Zack. Und hier geht das los. Eigentlich hätte ich auch mal gucken können, ob Tinker's Construct in der Zwischenzeit fertig geworden ist. Glaube ich zwar persönlich nicht dran, finde ich aber auch tatsächlich ein bisschen sehr hart OP. Aber mit Tinker's Construct kommt man ja unglaublich schnell an unglaublich oder an vergleichbar mächtige Waffen. Aber Tinkers immer noch eine super gute Mod, immer noch super solide. Immer noch eine Go-To-Mod für mich. So. Jo. Zack. Damit hätten wir das Thema durch. Jetzt möchte ich gerne nach da vorne gehen und meine Workbench abholen. Zick. Und da sind auch schon gleich Saplings, die ich sogleich auch nutzen werde. Und dann muss ich da nochmal so ein oder zwei Bäumchen fällen tatsächlich. Es wird. Also das habe ich die ganze Zeit schon gesagt, aber... So. Erstmal hier die ganze Blumenwiese kaputt hauen. Zack. Und da kommt was hin. Und dann nehme ich mir jetzt ein Bäumchen und werde mich jetzt mal dann gleich ranmachen, einen Stein zu holen, damit wir noch mehr Bäume fällen können. Das hat nämlich den Vorteil, dass wir dann halt mit, ich sag mal, so einem halben Stack, das sollte so ungefähr unser Ziel sein, mit einem halben Stack Holz unter die Erde gehen können. Das sollte uns definitiv ganz entspannt über die ersten paar, ja, Situationen rüberbringen. Aber ich höre ja auch schon gleich die Zombies, also könnte tatsächlich auch schon kritisch werden. So, hier geht's dann mal runter. Ich hoffe jetzt nicht, dass ich halt instant in so eine Höhle reindroppe. Das wäre halt echt ungünstig. So, zack. Jetzt, damit wir noch schneller an Stein rankommen. Und Stein sollten wir uns jetzt gleich schon so ungefähr auch ein halbes Deck runter, also rausziehen. Ah, was heißt ein halbes Deck? Ja, so ungefähr 20 sollten es halt schon sein, würde ich jetzt mal behaupten.
Oh ja, es wird auch schon wieder komplett direkt dunkel. So. 20 sollten es schon sein, habe ich ja gesagt. Wir sind also voll im Rennen. Zack. Jetzt mache ich hieraus nochmal den hier. Zack. Daraus mache ich nochmal ein Schwert und aus dem Rest mache ich nochmal einen normalen Ofen. Hier nehme ich jetzt nochmal den hier auf. Oh, sehr schön, dass hier auch noch Sticks rausgefallen sind. Holz. Davon, wie gesagt, brauche ich relativ viel. Oder würde ich gerne relativ viel haben wollen. Ich und mein Holz. Um mal kurz darauf zurückzukommen. Zack. Und hier geht das weiter. Ja, das wird jetzt halt natürlich irgendwie ein sehr spannendes Unterfangen, gerade auch weil es Nacht wird langsam und hier gleich die Viecher anfangen zu spawnen. Aber ich muss mir halt tatsächlich ein bisschen mehr Holz noch zusammenholen. Ich komme ja relativ schnell tatsächlich... Oh nein, das ist Mongobaum, den will ich erstmal stehen lassen. Ich komme ja relativ schnell tatsächlich da nach unten rein. Und noch ist es ja noch nicht ganz so spät. Und für den Fall der Fälle habe ich halt auch immer noch eine Axt dabei. Also, ne, so ist ja nicht. So. Nochmal ein bisschen zusätzliches Holz. Ich habe aber auch gerade, um ehrlich zu sein, irgendwie so ein klitzekleines bisschen Angst. Weil ich laufe hier halt komplett ungeschützt rum. Was halt irgendwie vielleicht ungünstig ist. Aber bisher höre ich hier halt noch keine Mobs. Das ist so der großartige Vorteil. Okay, jetzt höre ich sie. Jetzt laufe ich auch. Aber ich nehme hier noch ein bisschen Loot mit. Damit ich halt auch gleich vernünftig weitermachen kann. Oh ja, oh shit. Oh Gott. Oh Gott. Ich bin unter der Erde. Oh Gott, ich bin unter der Erde. Das war jetzt, also, So. Dann stellen wir jetzt hier den Ofen einmal hin. So, kriegen wir das hin? So. Ja, sehr schön. Puh. Das war gerade ein wenig knapp. Aber entspannt möglich. So. Daraus mache ich jetzt erstmal ja, Zeug. Offensichtlich. Okay, das mache ich jetzt gleich mal ein bisschen schlauer, weil ich halt gerade auch so viele Sticks habe. Herrlich. So. Ah, jetzt habe ich hier eine klitzekleine Basis aufgebaut. Allerdings will ich diese Basis hier nochmal ein bisschen festmachen. Und zwar, indem ich hier die Underside von Slabs verwende. Jetzt kann ich nämlich auch nichts mehr drauf spawnen.
Und hier mache ich jetzt erstmal ein paar Fackeln draus. Und huch, das war jetzt eher ungünstig. Und platziere die mal am Weg nach unten. Natürlich bin ich halt hier auch gleich direkt auf Gravel gestoßen. Oh, Kohle. Oh Gott, Kohle, 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 Kohle. Ach, das ist sehr gut. Und dann fahre ich jetzt hier erstmal die Kohle raus. Und jetzt sieht man halt auch, warum ich so viel Holz gerne mit nach unten nehmen wollte. Damit halt das ganze Holz, was da oben drin ist, auch da oben drin bleiben kann. Nein, also damit ich halt hier auch genug Holz habe. Um für den Fall der Fälle, dass sollte keine Kohle da sein, ich auch erstmal welche machen kann. Jetzt hatten wir aber das Glück, dass hier gut Kohle schon war und ein großes Kohlevorkommen bereits ist. Und das werde ich jetzt natürlich auch gnadenlos ausnutzen. Auf meinem Weg nach unten. Und würde mich wahrscheinlich auch gleich wieder verabschieden wollen, auf dem Weg nach unten gehen und dort dann, ja, das die üblichen Anfänge tun. Also, nein. Erstmal eine Runde Ressourcen aufbauen. Das wird hier wahrscheinlich ein sehr häufiges Hoch und Runter gelaufen, beziehungsweise, oh Gott, ja, Mann. Das fängt schon mal gut an. Beziehungsweise nicht unbedingt ein Hoch und Runter gelaufen, aber halt, es wird sehr langwierig werden und sehr langweilig und deswegen würde ich jetzt halt einfach mal behaupten, ich schalte gleich die Cam aus, wenn ich das Eisen hier abgebaut habe. Opa! Weißt du, never dig straight down und dann eigentlich never dig straight up. Das hat mich jetzt schon zweimal fast gekillt. So. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich wieder. Ich mache die Cam jetzt aus und das Mikrofon auch. So, ein Augenblick. Wo ist jetzt das Videoaufnahmegerät? So, adios. What you made me.
eyes just don't feel the same. Oh, pack my life inside a car, hit the button, drive real far, put that record on me, dark. Thank you.
pushing myself to the edge, lying and go away. Been testing myself by the rest. I've been pushing my mind to the most. I've been loving the people. So. Ja, es ist jetzt mittlerweile wieder Montag, also die letzte Aufnahme war, glaube ich, am Donnerstag und dementsprechend sollte die Folge auch am Freitag gekommen sein, das heißt Samstag, Sonntag, jetzt ohne Folge. Aber hey, ich habe mir dafür jetzt gedacht, ich nehme mir nochmal ein bisschen Zeit, ein bisschen mehr Zeit tatsächlich, weil ich die erste Folge doch auch wieder ein bisschen länger mache. So wie sich das halt gehört und meine Nase und Allergie und... Aber es ist besser geworden. Und was soll ich sagen? Also wir haben ordentlich Diamanten gefunden. Da bin ich halt richtig happy gerade drüber. Erstmal die Diamanten wegschmeißen. Bin ich richtig happy drüber. Ich hatte echt noch Sorge, dass wir nicht genug Diamanten finden. Sodass wir da in Probleme und in Verzug geraten. Aber wir haben jetzt schon eine komplette Diamantrüstung. Auf ein Diamantschwert würde ich noch verzichten, auch wenn wir theoretisch ein Schwert, ein Enchanting Table und eine Axt mit einplanen könnten. Also die drei, eine Spitzhacke mit einplanen könnten. Also die drei Sachen haben wir auf jeden Fall noch. Ready to go. Aber das möchte ich erstmal noch nicht. Also das Schwert möchte ich erstmal noch nicht. Oh Gott. Hi. Oh fuck. There was reason to be scared. Na, please don't explode. Oh Gott, so. Ich wollte eigentlich auch mein Feld langsam mal ernten, weil es ist mittlerweile, wie man offensichtlich sehen kann, weit mehr als eine Stunde vergangen. Ich habe, glaube ich, jetzt... Alter, wie oft habe ich dieses Scheißstück jetzt aufgesammelt? Ich habe, glaube ich, jetzt insgesamt... gut, 1,5 Stunden da unten in der Mine verbracht. Insgesamt. Ich meine, ihr in der Timelapse werdet das eh nicht sehen. Ihr in der Timelapse werdet halt sehen, wie ich da 10, 15 Minuten drin verbringe. Und das war's. Und meine Nase läuft schon wieder. Oh, ist das scheiße. Ich hasse Allergie, ganz ehrlich. Jeder, der Allergie hat, der wird mich verstehen. Ich werde mir gleich mal wieder die Nase putzen. Und das ist auch immer grandios passend zu der Aufnahme. Weil wann anders kann sich die Allergie das ja nicht denken. So. Und jetzt gehen wir wieder runter. Zack, und unten sind wir. Ich würde hier halt gerne auch irgendwie jetzt mal langsam eine Kiste hinstellen. 16, zack, Kiste, das rausschmeißen, das geht dahin, hier geht die Kiste hin und jetzt geht hier erstmal der ganze Erzkram rein, alles das, was man halt nicht so unbedingt braucht. Das hier, wundervoll. Ja, die Zombies werden wir jetzt ein bisschen häufiger oder ein bisschen länger noch hören und ich werde mir gleich mal meine Nase wieder putzen. Oh, ist das nervtötend. Ja, wir haben jetzt die Öfen. Oh, und wir könnten sogar jetzt schon fast das den Antik Atlas machen, ne? Ich muss nochmal ganz kurz nachgucken. Antik. Der war mit einem Kompass und ich meine einem Buch, wenn ich mich nicht irre. Ja, ein Kompass und ein Buch craftet man mit Leather und Paper und ja, Paper I do need. Das heißt allerdings, ich werde jetzt direkt mir ein Eisenschwert craften, welches wir dann verwenden können. Und ich möchte auch gerne eine Eisenaxt haben. Dieser ganze Steinkram kann mal weggeschmissen werden. Genau, tschüss. Und jetzt einmal hier hoch. Oh Gott. Da sind Kühe tatsächlich. Das ist gut. Wie viele Kühe sind denn da? 3 Stück. Ich eventuell noch eine vierte, das wäre jetzt ein Jumbo-Plisier und ich kann mir nochmal gerade eine Schere machen, jetzt wo ich gerade das Schaf auch noch gesehen und gehört habe. Oh Gott. Nice. Danke. Gut gefressen, gut gefressen. So.
Na, komm mal her. Du und. Du. Matet mal miteinander. Offspring. Perfekto. So, es gewittert. Und damit möchte ich mich jetzt auch gerne... Oh mein Gott, no. Hell no, I'm out of here. mit dem Gewitter möchte ich mich jetzt gerne auch hier rein verziehen. Zack, und ein Bettchen craften. Und ich höre auch schon den Enderman. Oh Gott, ich hatte gerade so die Angst, dass der neben mir auf einmal aufplöppt. Oh Gott. So, zack, sweet dreams. Are made of cheese, actually. Und jetzt dürfte es der nächste Tag sein und es dürfte auch nicht mehr regnen. Wundervoll. Jetzt brauche ich nur noch Papier. Papyrus. Und ja, ich gehe mir mal ganz kurz meine Nase putzen. Ich bin sofort wieder da. Moment. So.